das wir zurzeit nicht brauchen. Wie die rostigen Münzen. Die drei roten Augen. Streitaxt. Haben wir eine Streitaxt? Wir haben eine Kampfaxt. Ja, das ist eine Kampfaxt. Zwillingsklinge können auf jeden Fall weg. Ein Odachi zu viel. Zwillingsstille, Schwarzklinge, Schwarzstreitkatana. Eine Kaita-Glocke haben wir bereits eine. So, die Krone des alten Eisenkönigs, die kann auch erstmal weg. Ringe haben wir keine doppelt, hier haben wir nichts doppelt, nein. Gut, dann würde ich sagen, nächstes DLC-Gebiet. Ab in die Black Gulch, in die verborgene Kammer. Denn jetzt wird's düster. So. Ah, vergiftet ist nicht so schlimm. Es klingt zum Glück ziemlich schnell ab. Und wir können uns ja gegenheilen. So. Willkommen beim nächsten Teleporter. Wenn man sich das ein bisschen so ansieht, könnte man meinen, dass das hier kopflose Schlangen wären. Erinnert ihr euch noch an die Königsschlangen? Also King Seeker Framp, also die Primordian Serpents. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Das kennen wir. Eindringlinge werden sich ungemacht stellen müssen, wie es sich seines Königs geziemt. Kennen wir auch. Ohne Spur vom Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Kennen wir auch. Die Stadt des versunkenen Königs schlummert. Genauso wie der darin verborgene Drache. Ja, wir betreten das nächste DLC. So, hier ist gleich der Beschwörungskreis am Anfang. Genau, das hier geschriebene Zeichen kann beschworen werden. Das müssen wir uns merken, wenn wir mal hier Koop machen wollen, demnächst. Oder halt, wenn wir das Gebiet größtenteils abgeschlossen haben. So. Mit der Fackel wagen wir uns vorwärts in die versunkene Stadt. Sieht schon mal sehr einladend aus. Alles dunkel, bis auf die paar leuchtenden Kristalle. Und wir hören irgendwas in der Ferne. Ja. Die versunkene Stadt. Shulva, Stadt des Heiligtums. Und irgendwas schnauft hier. Wow. Das ist dann wohl der schlummernde Drache, der jetzt nicht mehr schlummert. Den haben wir wohl jetzt aufgeweckt. So, gleich mal erstes Leuchtfeuer. Ist entzündet. Da unten sieht man einen Tempeleingang. Also jetzt erstmal ein bisschen Sightseeing.
Alter Pflanzenbalsam, gleich 3 Stück. Das ist immer nice. Also da unten ist ein Eingang, aber die Brücke scheint deaktiviert zu sein. Jedenfalls ist nur ein Zwischenstück da, der Rest nicht, zu diesem großen Eingang hier. Dann scheint da drüben innerhalb der Stadt was zu sein. Und ja, hier in der Säule ist noch jede Menge. Unser Ziel wird es wahrscheinlich sein, diese aztekenähnliche Pyramide zu betreten. Also ja, ich weiß das alles natürlich, aber ich will mal ein bisschen so tun, als ob ich nichts wüsste. Und dort unten bewegen sich komische große Wesen hin und her. Ja gut, gucken wir erstmal hier rein. Hier ist ein deaktivierter Mechanismus. Geheimfahrt voraus. Schwäche Hinterteil. Also ja, Absturz bitte. Aufzug voraus. Das stimmt alles. Hilft uns aber jetzt im Augenblick nichts sonderlich. So, einmal rasten. Leuchtfeuer voraus, gut hinsehen. Ja, da hinten ist irgendwo ein Leuchtfeuer versteckt, aber da kommen wir erst ein ganzes Stück später hin. Wir haben hier unseren ersten Gegner und wie man sieht, ihre Schläge machen Gift. Und man hört vielleicht schon die nächste Gegnerart. Abkürzung voraus, kurz gesagt, versucht Geschoss. Ja, wenn ich das hier aktiviere. Genau, werden die erstmal alle aufgeschreckt. Werden aber auch ordentlich gedamaged. Man merke, das sind etwas weichere Ziele als die Eisensoldaten im Eisenkönig DLC. Ja. Sie haben Bogenschützen. Komm, du her. Das ist jetzt zwar ein bisschen Pfeilverschwendung von einem magischen Pfeil. Allerdings gibt das uns erstmal Deckung. Außer vor ihm hier. So. So, einen von den beiden rumlocken. Und töten. Sie sind halt definitiv nicht ganz so stark wie die Eisensoldaten aus dem Nebelturm, weil sie halt erstens nicht so schnell sind und ihre Waffen nicht so böse. So, hier wechsle ich mal die Munition, weil die Magiepfeile zu benutzen wäre Verschwendung. Und das hätten wir auch so aktivieren können, hätten wir keinen Pfeil für gebraucht. Sondern einfach so dagegen. Und jetzt die Beine in die Hand, dann kommen wir hier hoch. Auch wenn das uns hier oben nicht viel bringt, wir müssten eigentlich ja darüber. Gut. Runter hier.
Und dann können wir das hier runter, wieder runterlassen. Also ist jetzt hier so ein bisschen Rätseleinlage. Da unten ist übrigens noch was. Fällt mir gerade so auf. So, wir wollen aber erstmal darüber. Alles andere ist noch unerreichbar. So. Ja, Finsterquarzring plus 3. Bringt uns später was. So, und jetzt fahren wir mit dir nach unten. Eine Etage tiefer. Ja, du da drüben kommst nicht an uns ran. Oh, hier ist... Oh! Ja, gut, du kommst doch an uns ran. Ja. Tu mir den Gefallen, stirb. Okay. Ach so, du kommst hier an uns ran. Was macht das noch? Ach so, das hebt den hier an. Ja, nicht so schön. Ich komme nämlich hier von hier aus sonst nirgends hoch. Ich will nämlich hier noch gar nicht hin. So, ein Langbogen. Das wird jetzt tricky. So, gut. Whoa. Hier unten wollte ich hin. Das wäre nämlich die Etage hier. Hurra für sinnlos. Übrigens, hier unten ist nämlich nichts. Ja. Jetzt habe ich mich nämlich wirklich in eine Sackgasse buxiert. Naja, zum Glück gibt es sowas wie die Feder. Also einfach mal Rückruf. So. Hilft ungemein. Und ich würde einfach mal sagen, ich port mich jetzt wieder nach Majula zurück. Jetzt, wo wir das neue Gebiet mal kurz angerissen haben. Und mach erst einmal einen kleinen Cut. Schalalala. Ja, können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt den Eisenkorridor und den Nebelturm abgeschlossen. Und haben jetzt Shulva statt des Heiligtums betreten. Dort erwarten uns insgesamt 3 Leuchtfeuer. Dann gibt es hier ein Gebiet mit 3 Leuchtfeuern und hier noch eins mit einem Leuchtfeuer. Die wir alle finden können, müssen, sollten. Ja, mal gucken, ob ich alle zusammenkriege, noch wo sie sind. Vor allem das Leuchtfeuer da. Die 3 sind klar. Die 3 sind mir auch klar. Ah, ich glaube, ich habe eine Vermutung, wo das Leuchtfeuer war. Aber sehen wir dann. Und dann bleiben uns noch die beiden Gebiete hier. Und dann sind wir wirklich mit allen Gebieten durch. Dann fehlt nur noch der Endboss.
Ja, wir kommen doch noch ein bisschen voran hier. Also, dann würde ich sagen, bis gleich.